So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir haben beim letzten Mal ein Community Goal abgeschlossen, bei dem ich leider nicht weiß, wie hoch die Belohnung war, weil wir wieder zu lange nicht aufgenommen haben. Und ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt für dieses Mal überlegt, wir machen hier mal so eine, na, wo war's denn? Welche von den Quests war es denn jetzt? Verdammt, ich glaube, es war die hier. Eine von den Tötungsquests. Nee, Moment, das war 19:15 Uhr. Das war 18:55 Uhr, war das die hier war's. Ich hab's gefunden. Ja, da sollen wir einen Terroristenanführer töten. Und dafür musste ich mir mal eben noch schnell einen FSA-Unterbrecher einbauen. Davor hatte ich irgendwie 29, irgendwas Millionen Credits. Jetzt sind es nur 28. Habe ich das jetzt So. direkt mit dir geteilt? Ah, Missionseinladung erhalten. Ah! Ach so, okay. Man kriegt eine Nachricht, dass man ins Transaktionsmenü schauen soll. Aha, okay, das ist jetzt nicht so intuitiv. Aber gut, ja, ich habe es angenommen. Geschwader, 24 Okay. Stunden. In Gut. welchem System ist das? Ach, mach doch einfach Galaxiekarte aufrufen. Ist das I und L oder was soll das sein? Also es ist hier in der Nähe, ne? ILYAQA. Ja, ein Sprung. Ach so, ja, dann müsste das ja in der... In der Linkskarte sein. Du kannst doch einfach links unter Transaktionen die Quest aufmachen. Und dann steht doch da unten rechts als Dingens hier Auswahlfeld Galaxiekarte aufrufen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ach so. Ich flieg dann schon mal los. Hey, warum kann ich... Wo zum Henker will er denn jetzt? Ah, ich glaube, da war noch die... Ach, ich sollte Nein, den da... FSA-Unterbrecher vielleicht noch irgendwie Dingens Feuergruppe, eine Feuergruppe zuweisen. Das wäre gut. Gut. Ich sehe es gerade. Was tust du dort? Hey, ich bin rausgekommen, ohne irgendwas zu schrammen. Ja, aber du hättest fast den Typen mitgenommen, der da gerade reingeflogen Ich ist. hätte fast die Station mitgenommen. Ja, das auch. Hintereinander. Aber ich hab's an beide vorbei geschafft. Ich bin einfach ein zu guter Pilot. Aber echt, ey. Okay, ich guck mal jetzt wegen den Feuergruppen. Frameshift-Anti-Unterbrecher. Ist aktuell in der dritten Feuergruppe auf 1. Die dritte Feuergruppe. Also. Ah, hier, FSA-Unterbrecher, direkt neben dem Sogwolkenscanner. Okay, damit Also kann ich die leben. Feuergruppe, die nach zwei kommt, ja. Nee, ich musste nur mal gucken, auf welcher Seite dann. Da steht ja bei den Feuergruppen nur 1 und 2. Aber ob das jetzt der linke Knopf oder der rechte Knopf bei mir ist, keine Ahnung. Ach so, ja, weil eins ist immer primär, das ist bei mir immer rechts, also auf der rechten Anzeige. Bei mir glaube ich auch, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Weiß nicht, wie deine Tastenbelegung ist. Ja, das wollte ich ja selbst nicht. Gute Voraussetzungen. Ich weiß, wo ich drauf drücken muss, also dass irgendwas passiert, aber ich muss dann bei den. Also alles, was nicht auf der ersten Feuergruppe ist, weiß ich nicht auswendig. So, jetzt müssen wir Okay. erstmal den Dingens, was hieß es? Navigationsboje oder das Navigationssignal ansteuern. Ja. Ey, warte mal, da wird schon ein Schiff angezeigt. Ist er das? Weiß ich nicht. Nee. Nö. Ist aber auch noch nicht so weit. Ach, warte mal, ohne. Kann es sein, dass ohne Sogwolkenscanner. Quatsch, ohne Frameshift-Unterbrecher überhaupt nicht die Schiffe so angezeigt werden, wenn man durch die Gegend fliegt? Macht eigentlich. Nee, mir werden sie auch angezeigt. Also mir wurde Echt? das jetzt auch angezeigt gerade, ja. Dass da einer rausgeflogen ist, gerade aus dem Navigationssignal? Also zumindest hat er mir gerade unter Kontakt ein Schiff angezeigt, eins, was nicht deins war. Also. Eins, was nicht deins war, Kontakte. Na gut. Ich habe da bisher noch nie so drauf geachtet, weil man ohne FSA-Unterbrecher eh nichts damit anfangen kann. Ja. Ja, eben. Ah, komm, Hauptsache, da ploppt noch eine unidentifizierte Signalquelle auf. Ich hatte auch schon zwei oder drei jetzt. Ja, die ist jetzt aber so richtig provokant kurz vorm Ziel aufgeploppt. Gut, Also vielleicht war es kurz auch vor immer der noch dieselbe. Navigationsboje. Wahrscheinlich. Oder möglich. So. Aha. Aha. Navigationssignal fliegt einem direkt entgegen, wenn man aus der Richtung hier reinspringt. Ja, mal gucken, ob mir das jetzt auch passiert. Also ich stehe Ich jetzt hatte direkt da daneben ja. gerade. So.
fertig gescannt. Oh, Mission aktualisiert schon. Aha. Was nun? Bei mir auch. Und jetzt? Ach, da oben steht's irgendwo. Springst du trotzdem mein Navigationssignal? Soll ich? Ja. Warum? Ich weiß nicht, ob du jetzt die gleichen Systemdaten hast, also ob du jetzt auch die Systemdaten hast. Weil bisher war es ja auch immer so, dass wir einzeln das scannen mussten. Warte mal kurz. Nö, ich bin parkiert. Ach ja, komm. Okay, ich spring kurz rein. Ich muss nur kurz ein bisschen Gas geben, um da anzukommen. Wissen wir, was ein Schiff der fliegt? Nee, oder? Nö. Aber so wie ich unser Glück kenne, eine Anaconda. Also eine Anaconda ist jetzt zumindest keine. Hä? Wieso kann ich denn nicht rausspringen? Oh, kann ich. Ich bin einfach so blöd. Sehr gut. Ja, ich sehe. Ich packe direkt davor. So, unter Kontakte müsste ich das Ding sehen, oder? Ja, genau. Du kannst aber einfach dahin kommen, wo ich rumschwebe. Ja, genau. Sehr gut. Dann denn der. Okay, ich guck mal, ob der zufällig hier irgendwo bei ist. Moment, wie hieß der? D-A-N-D-A-R-E. Dandare oder Dandare oder wie auch immer. War das doch der, der vorhin an mir vorbeigeflogen ist? Weiß ich nicht. So wie ich mein Glück kenne schon. Dandare. So, und wie hat mir das jetzt geholfen, den zu finden, das hier zu scannen? Keine Ahnung. Du hast diese Daten fürs System. Ja, nice. Super. Das ist doch schon mal ein Anfang. Stell dich nicht so an. Ach, schon eine Benachrichtigung. Ein Navigationsboje wurde erfolgreich gescannt. Ich habe die Informationen auf ihre Transaktionsdatenbank hochgeladen. Zielkörper Ilyaka A1 steht da. Ha. Aha. Also, Ilyaka A1. Ah, tatsächlich, er ist auch markiert. Nö, da steht nur, dass man da landen kann. Aber es ist für den Auftrag markiert, wenn du mal in der Karte links schaust, ja. Also in der Liste. Ich dachte, das wäre jetzt nur die Markierung, dass man auf dem Planeten landen kann. Ich meine nicht. Okay, dann nicht. Auch sein, dass ich mich irre, aber... Kann auch sein, dass ich mich irre. Nicht sogar relativ wahrscheinlich. Hä, wo soll ich mich denn ausrichten? Ah, okay. Das hat einfach rumgepackt. Lass uns mal drauf ankommen. Ganz merkwürdig. Die Frage ist, wenn wir das jetzt zusammen machen, teilen wir uns auch die Belohnung oder kriegt jeder die 2,6 Millionen? Ich würde sagen, jeder kriegt die 2,6 Millionen. Ja, ich hoffe es mal, aber ich habe mir da bis jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist mir jetzt gerade mal so. Ich hätte das gar nicht in Frage gestellt. So, wir haben jetzt 18.55 Uhr. Ja. Er sollte ab 18.55 Uhr hier aufploppen, ne? Ja. Ich werde vorbeifliegen. Es ist jetzt die Frage, ob wir da rausspringen müssen an der Stelle. Oder ob wir nur hier rumfliegen müssen. Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Weil wir einen FSA-Unterbrecher haben. Vielleicht muss man den ja nicht zwangsläufig verwenden. So, warte, jetzt was war das für ein Schiff hier? Fixen. Nein, das ist ja wohl nicht. Warte, was bist du? Ich guck einfach mal in die Kontakte. Nö. Ach, wir können drei unterschiedliche Belohnungen auswählen. Ach, so war das gemeint. Ah, jetzt verstehe ich das System. Weil du kannst dir entweder 2,6 Millionen Credits oder 180.000 Credits und 5 erlesene Laserkristalle oder 4x Kleidung und 2,6 Millionen Credits halt holen. Ja. Ja, na gut. Ich denke mal, so eine unidentifizierte Signalquelle wird uns jetzt nicht helfen, oder? Ich glaube fast nicht. Ich meine, ich kann es ja mal... Ich springe mal in eine rein, weil da gerade eine aufgeploppt ist. Okay, mach mal. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Ich fliege mal weiter auf das Ding zu. Vielleicht aktualisiert es ja irgendwie, wenn ich näher rankomme. Das wäre ja mal was. Jetzt in dem ganzen System nach dem Typen zu suchen, könnte etwas länger dauern. Unter Umständen. Vor allem auch etwas länger als die
Quest halt geht oder der Auftrag. Ich leg jetzt mal noch ein Stück näher ran. So, was ist da aufgeploppt? Ach so, irgendeine Station. Okay, ganz viele grüne Schiffe. Hier ist ein Kampfbereich. Los. Ist ja vielleicht im Kampfbereich. Oh, da ist noch was aufgeploppt. Imperiales. Noch ein Kampfbereich. Flottenraumschiff. Okay. Was bist du? Mission Objective detected. Oh, missionsbesogene Signalquelle entdeckt. Aha. So, welche? War mein Ansatz ja doch gar nicht so verkehrt. Nein, das war mein Ansatz, glaube ich. Weil ich als Richtung Planeten geflogen bin. Ach so, ja, okay. Aber ich meinte im Sinne von Signalquelle. Oh, oh, Bedrohung 5. Siehst du die jetzt auch? Warte, ich bin gerade mal rausgesprungen. Ja, ich sehe dich doch, du fliegst genau drauf zu. Ich muss mich erstmal zu dir drehen. Ach so, okay, dann fliegst du nicht genau drauf zu. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn da alles? Ich bin jetzt 1,8 Megameter davon entfernt. Also die ist quasi direkt vor mir. Und die heißt missionsbezogene Signalquelle. Mission, Doppelpunkt, oder Missionsziel, was? Bedrohung 5. Dann fliege ich auch mal ein bisschen näher ran. Na gut. Ich habe einfach mal abgebremst jetzt. Ich fliege aber gleich vorbei. Ich sehe, hier sind es nur Kampfbereich. Ich bin vorbeigeflogen. Trotz Minimalgeschwindigkeit. Okay, weil ich sehe hier nämlich nichts. Okay, dann aktiviere ich einfach mal Navlink. Geschwadersignal. Ja, meine ich, und du Navlink, so rum. Ja. Okay, Geschwadersignal ist aktiviert. Dann komm einfach mal in meine Nähe, dass du direkt hinterher springen kannst. 14 Megameter. Moment, ich muss mich einmal kurz drehen. So. Gut, dann springe ich raus. Ja. Okay, ich bin raus. Ja, Dito. So, okay, hier sind ein paar Schiffe unterwegs. Hä? Was? Warum? Okay, ich sehe einfach nur dein Geschwadersignal in 275 Kilometern Entfernung. Heilige Scheiße. Ich sehe sonst gar nichts. Cool. Ich sehe, dass hier ordentlich geschossen wird. Ich spring nochmal kurz raus. Dein Geschwadersignal in 280 Kilometern Entfernung bringt mir halt irgendwie überhaupt nichts. Oh Gott, das sind 6er Geschwader und die beschießen mich gerade. Ich bin mal raus. Nein! Das war jetzt nicht so cool. Wieso, bist du schon hinterher? Ja, ich bin in dem Moment reingezogen worden, als du meintest, ich bring mal raus. Heilige Scheiße, warum lädt das nicht? Okay, jetzt. Eine Masse. Was? Wie? Wohin ausrichten? Okay. Ich bin raus. Oh, ich mach mal Dings. Nein! Gut, vielleicht. Ah, du bist raus, ne? Ja. Ja, okay, ich dachte gerade so. Ich wollte gerade das gerade Navlink ausmachen und dann so, das geht nicht. Ich flieg mal kurz die Station direkt hier an. Okay, was für Schiffe waren das? Ich glaube eine Anaconda war dabei, ich bin mir jetzt nicht sicher, und auf jeden Fall ein paar kleinere. Aber es waren halt 6 im Geschwader. Ja, wenn der eine Anaconda dabei ist, da haben wir ja schon verloren, wenn da noch ein zweites Schiff dazu kommt. Ich glaube, wir hätten auch bei 6 Sidewinder verloren. Aber dann wären wir nicht so schnell zersägt worden, je nachdem, was für einen Rang die haben. Doch, ich glaube schon, die sind halt zu 6. Ja, aber die haben ja trotzdem nur ihre Plastewaffen. Aber die sind zu 6. Ja, aber trotzdem Plastewaffen. Aber zu 6. Jetzt habe ich auch die missionsbezogene Signalquelle entdeckt, das wow. Ist ja schön. Ja, da werde ich jetzt sicherlich nicht reinspringen. Jetzt wissen wir auch, warum das so viele Credits gibt. Ja. Mit was für einem Wing soll man denn da reinfliegen, dass man dann gegen eine Chance hat? Wahrscheinlich mit einer Anaconda zu viert. Mit 4 Anacondas, ja. Ja, ich denke mal, du fliegst zu Stebbins Hub oder ja, wohin? Das ist genau hier ums Eck. Gut.
Ja, das hat ja gut funktioniert. Ich habe auch schon meine Landeerlaubnis. Sehr gut. Ich springe hier mal eben hinterher. Ich glaube, ich weiß, was wir in nächster Zeit nicht mehr an Missionen machen. Ja, eventuell. Vielleicht sollten wir dann doch irgendwas Entspannteres nehmen. Das wäre möglich. Aber es bringt dann halt wieder so wenige Credits. Ja, an Platz 3. Ah, ganz am Ende, schön. Oh, hoppala. Bisschen dicht vor der Station erst die Landeerlaubnis angefordert. So, in der Tür. Ja, so ungefähr. Viel hat er nicht mehr gefühlt zur Tür. Also, so, Nummer 41. Wo ist die denn? Ach, da unten. Ah, direkt vorm Eingang. Schön. So. Erstmal reparieren. Ach ja, das hat ja großartig funktioniert. Ich finde auch super, dass ich den Frameshift-Unterbrecher gebraucht habe. Ja. Das war der. Also dieser opferungsvolle Einsatz des FSA-Unterbrechers, der hat uns sicherlich das Leben gerettet. Ja. Ich guck jetzt mal hier, was es an Hüllen so gibt. Wahrscheinlich gar keine, wenn wir nicht gerade am Hightech-System sind. Ja, vermutlich nicht, aber nee, gibt's nicht. Aber hätte ja sein können. Ich sehe gerade, bei Basis habe ich alles auf A, außer die Legierung und die Lebenserhaltung. Die ist nur auf B. Aber ich glaube, 15 Minuten Lebenserhaltung sind auch ausreichend. Ich glaube, auch 10 Minuten reichen schon. In den meisten Fällen. Ich glaube, die 5 Minuten, wenn du sie wirklich brauchst, retten sie dich dann auch nicht mehr. Könnte ich mir vorstellen. Okay, das gibt uns aber keinen Verlust, wenn wir da jetzt aufgeben, oder? Ich meine nicht. Also ich habe nichts von der Strafe gesehen. Ja, ich auch nicht. Von daher, dann würde ich mal sagen, dass das so geht. Okay, ich guck mal, was die am schwarzen Brett haben. Ich guck auch gerade, das schwarze Brett lädt. Ja, korrekt. Irgendein Piraten herkillen, aha. Ja, 500.000 Credits. Okay, der Rest ist nicht so spannend. Der Piratenherr Tripley. Oh Gott, es gibt hier Blue Legal Exchange, 16 Aufträge. Hey. Oh wow. Hab's auch gerade gesehen. Hey, Terroristenanführer Jagger. Achso, kann ich eh nicht annehmen, okay. Allerdings war es so, dass der Missionsrang auch stark über unserem aktuellen Rang war. Ja. In dem Fall, das war halt für Elite, das war irgendwie nicht so klug. Ja. Wir können jetzt hier Schiffe... Nein, 90 Stück sind zu viel. Auch 60 sind eigentlich zu viel. Ich hätte 50 im Angebot. Für? Oh. 50 für 1.000.000. Okay. Ich habe 60 für 1,2. Oh, oder 36 für eine halbe. Ja. 18 für 180.000. 27 für 400.000. 81 für 2,4 Millionen. Okay, vielleicht machen wir die Piratenquest. Welche? Die ganz oben bei Angeli Imperial Enterprises oder so irgendwie. Piratenherr Tripley töten. Hast du die auch? Naja, der kommt halt erst in einer halben Stunde hier an. Nicht hier, sondern in einem... Oh, bei mir sind es 20 Minuten. Nee, in einer halben Stunde, korrekt. Ich kann nicht rechnen. Aber auch nicht hier, sondern ein System weiter. Weil wir auch so derart lange brauchen werden, um diesen einen Sprung zu vollziehen. Korrekt. Was ist hier? Achso, das sind... Ist so ein bisschen die Frage, wie krass so ein hau mal 30 Schiffe weg Auftrag ist. Ja, scheint ja auch relativ wenig spannend, so ein Ding dann. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe hier noch einen, der taucht in 25 Minuten auf. Vor allem 50 Schiffe für 1 Million, da kriegst du dafür, also dann dürftest du wesentlich mehr Kopfgelder kriegen als Belohnung. Weißt du was? Ich glaube, wir suchen uns jetzt ein Hightech-System. Ich glaube auch. Soll ich mal gucken auf der Mach das. Karte? Auf der hier, galaktischen Karte. Ich habe mal kurz den Edmund Stoiber gemacht. Den Edmund Stoiber? Auf der galaktischen Karte. Hier, Karte. Sortiert nach Wirtschaft. Und dann bitte nur Hightech. Hier, ein System weiter ist ein Hightech-System. HIP Nice. 197. Ach, und darunter ist auch nochmal eins. Nein, nicht die Systemkarte öffnen. Das habe ich nicht zu dir gesagt. Zurück. Bevölkerung 63.000 und hier Bevölkerung 19,5 Millionen. Dann nehmen wir doch mal die. Welches ist das jetzt genau? Mudrama Katze. Oder so. In 12,31 Lichtjahren Entfernung. Das ist bei mir ein Sprung. Ah. Jo. Ach nein, ich kann nicht gerne Warte mal, Hafendienste, ich gucke sondern. gleich mal kurz die Systemansicht an. Ja, dann nehmen wir natürlich die große Station. Israel Port. Ja, die anderen werden wahrscheinlich sowieso nicht das haben, was wir brauchen. Ja, eben. Gut, dann würde ich mal aber sagen, da können wir erst in der nächsten Folge dann hinspringen, oder? Ich bin gerade aus der Station rausgeflogen. Okay, ich spring trotzdem erst in der nächsten Folge dahin. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Tschüss.